Oh Gott! Hallo Freunde der gepflegten Feuerunterhaltung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute total crazy Spiel. Wir zocken Red TV und ja, Red TV ist ein Partyspiel, sage ich mal. Wir haben 25 verschiedene Minigames und ja, mit Mini meine ich echt Mini, also die gehen meistens nur ein paar Sekunden. Und ja, in dem kann man dann Herausforderungen erfüllen, man kann Highscores knacken und so weiter und ja, kann dann gegeneinander halt spielen. Man kann ein Turnier machen mit mehreren Leuten, aber leider bis jetzt nur offline, also wäre cool, wenn da noch ein Online-Modus reinkommt. Gehen wir mal auf die Steam-Seite, schauen wir uns das mal kurz an. Hier ist der Trailer. Also das sind alles kleine Minigames. Und zu jedem gibt es dann halt auch irgendwie 4 oder 5 Herausforderungen, die man dann erfüllen kann. Also das kann man dann immer nachlesen und ja. Das erstmal dazu. Also sind ein paar echt lustige Games dabei. Ein paar, die mir nicht so gefallen haben, aber gut. Also es kostet 8 Euro. Ich finde den Preis gerechtfertigt. Also keine richtig guten Bewertungen jetzt hier. Also 66% von 15 nur positiv. Verstehe ich nicht so ganz. Also eigentlich weiß man, was man hier bekommt, wenn man sich den Trailer anschaut, wenn man sich die Bilder anschaut und so weiter. Von daher kann ich das nicht ganz verstehen und der Preis ist gerechtfertigt. Also wenn das jetzt irgendwie 20 Euro kosten würde, würde ich sagen, auch nee, auf keinen Fall. Aber man kann ja echt schon Spaß haben und besonders mit mehreren Leuten, wenn man zu Hause ist, ist das mit Sicherheit echt witzig. Ich habe mit der Valve Index gespielt, auch wenn hier jetzt steht, dass die nicht unterstützt wird. Aber das hat besser geklappt als mit der Rift. Also besonders dieses Spiel, wo ich... Genau, das war das. Wo ich die Waffe ergreifen muss, wenn einer der anderen auch greift. Also das hat mit der Rift nicht funktioniert. Also ich konnte die Waffe nicht aufheben. Und mit der Valve, zack, gegriffen, hatte ich die. Also keine Ahnung, ich habe so viel probiert. Waren auch ein paar Spiele dabei, die jetzt von der Steuerung echt schwierig waren. Ich weiß nicht, ob es daran lag, weil die Valve nicht unterstützt wird. Offiziell kann natürlich damit zusammenhängen, aber kann auch sein, dass ich einfach nur ja nicht gut genug war. Aber ich wollte jetzt auch nicht jedes Spiel so lange spielen, bis ich es beherrsche, weil es soll jetzt für euch so eine kleine ja, Übersicht werden und ist trotzdem lang genug geworden, damit ihr jedes Spiel seht, was es hier gibt. Und dann könnt ihr euch selbst entscheiden, ja, ist das was für mich oder nicht. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Also ich würde sagen, viel Spaß jetzt beim Gameplay und ja, Like nicht vergessen. Haut rein! So, willkommen bei Red TV. Ja, wach auf. Mann, du faules Mistkröten-Ding. Hey. Naja. Ja, Leute, willkommen bei Red TV. Das sind meine Couch-Potatoes hier. Also, mehr fällt mir zu den Typen eigentlich gar nicht ein. Die sehen echt irgendwie witzig, aber auch creepy aus. Ja, Red TV ist ein Game, wo wir 25 kleine Partyspiele haben. Und ja, da möchte ich euch gerne mal ein paar von zeigen. Ich glaube, alle schaffen wir nicht, aber ein paar. Ich spiele mit der Valve Index. Die Index hat eigentlich keinen offiziellen Support dafür, für dieses Spiel, aber ich meine, es funktioniert doch ganz gut. Und ja, fangen wir mal an zu spielen. Ja, leider nur Solo, also man kann offline Multiplayer-Games veranstalten, online noch nicht, aber vielleicht kommt das noch. So, ja, ich habe ein paar Spiele habe ich schon mal getestet. Ein paar auch nicht. Fangen wir mal mit dem ersten an. Schneller ziehen. So, ja, hier wird uns immer angezeigt, was wir machen müssen und ja, schnapp dir eine Waffe und erschieße die Bösewichte, wenn sie ziehen. Also wir haben gleich eine Waffe vor uns liegen und wenn wir sehen, dass einer zieht, dann können wir direkt ziehen und auch die abknallen. Habe ich nicht geschafft? Okay, nochmal. Ah!
Also hier müssen wir echt mega schnell sein. Komm, komm. Ich hab zuerst gezogen, er hat nur Karten gezogen. Mann. Boah, ist das schwer. Also ich habe einmal alle geschafft. Ich weiß nicht wie. Okay, jetzt habe ich zwei erledigt. Komm, vier schaffen wir. Komm. Wir können ja nicht einfach alle abballern. Wir müssen schon warten, dass die ziehen. Ah, von daneben. Ich habe da geschossen. Da habe ich eine Millisekunde gezögert bei dem gerade. Verdammt. Komm. Yes! Neuen Rekord sogar aufgestellt. So, wir wollen aber zurück. Die pennen immer noch hier. Hey! Zombie-Killer. Komm, Zombie-Killer hört sich gut an, habe ich noch nicht getestet. Schalte die Zombies mit deiner Schallplattensammlung aus. Das kenne ich aus irgendeinem Film. Ich komme jetzt aber nicht auf den Namen. Das war doch diese Zombie-Komödie. Oh. Oh. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen besser sein. Eine Runde machen wir noch. Yes. Also als Partyspiel echt genial. Ja, kommen wir auch schon zurück zum Wohnzimmer wieder. Und nächstes Game. Mensch gegen Burger. Gegen Burger oder was? Probieren wir. Futter so viele Burger wie möglich. Fetter Chor. Aber warum werde ich aufgehalten von wem? Hey! Den müssen wir, glaube ich, da hinten hin werfen. Ach, gar nicht so leicht zu werfen. Alle Kunden mit einem Burger treffen. Das schaffen wir, oder? Ah! Das schaffen wir nicht. Okay, nächstes Spiel. Nächstes Spiel, wir wollen hier nicht so viel Zeit verplempern. Baseball. Ah, genau, das habe ich einmal gemacht. War ganz witzig. Komm! Oh, wenn er kein Home Run gibt, da ist die Meterzahl. Ah, war schwach. So, man kann auch diese Typen hier treffen. So, guck mal. Ah, ist ja genau über den. Nee, okay.
Komm, probieren wir mal. Ah, der war scheiße. Komm. Ach, der fliegt noch. Dann war der gerade doch gar nicht so schlecht. 112. Oh, der könnte gut werden. Sah ganz gut aus. Wow. Der wird gut. Yes. Fast 500 Meter. Okay, da brauchen wir gar nicht weitermachen. Teabaggen. 499 Meter, okay. Das muss mir erstmal einer nachmachen. Okay, wir gehen zurück ins Wohnzimmer, bevor der nächste Ball kommt. Toastmampfer. Ah, komm. Also, Wolf Index funktioniert echt gut. Sobald er hochpoppt, schnappt ihr den Toast und iss ihn auf! Alter! Ich mache auch noch wirklich den Mund auf hier. Wie bescheuert ist das? Komm. Zwölf Scheiben, okay, das reicht. Next Game. Korbmeister. Diese Animationen sind halt, ja, ist echt nicht schlecht gemacht, wie man so reingezogen wird. Aber das jedes Mal dann zu sehen, ist ein bisschen blöd, finde ich. Diese Werfphysik ist irgendwie, oder Wurfphysik ist blöd. Nee, gefällt mir nicht. Also, fühlt sich nicht echt an. Wir probieren nochmal. Kann auch an den Valve Index Controllern liegen. Gefällt mir jetzt nicht. Kann wahrscheinlich lustig sein, aber der Bandit. Ach, ich glaube, hier liegen ganz viele Knarren vor ein und nicht alle funktionieren. Oh Gott! Seht ihr? Yes! Damit gibt es halt ganz viele Herausforderungen. Alle Waffen benutzen. Irgendwie einen anderen Typ hier abzuknallen. Bang, bang! Bang, bang! Okay. Nächstes Game. Wäre da gelacht, wenn wir hier nicht alle Games durchkriegen. Nur kein Summer. Oh, jetzt bin ich gespannt. Klingt nach heißem Draht. Führe den Reifen um die Stangen, ohne sie zu berühren. Ui. Ah. Okay, nochmal. Ah. Komm, einmal will ich perfekt schaffen.
Ach, anders jetzt. Oh Gott. Nee, da kriegt man mit dem Controller schwer hin. Ja. Okay. Boah, da musste man sich aber schon verbiegen gerade. Trunkenbold. Hab ich noch nicht gemacht. Also sowas online mit anderen zu zocken, macht mit Sicherheit viel mehr Spaß. Wenn die dann eventuell sogar irgendwo sitzen können. Wie wirft die denn jetzt? Schönes Doppelbild hier. 5 Flaschen. Die war warm, die Flasche gerade. Wow. Den haben wir mit einer Flasche verletzt. Jetzt versuchen wir mal hier. Das sind diese Herausforderungen, die man auch noch machen kann. Okay, next game. Das kann man mal machen. 25 Spiele zu zeigen ist natürlich auch hart. Köpfe die Bälle ins Ziel. Oh, das wird lustig. Ja, ist klar. Und, wie viel habe ich getroffen? 6. Ah, machen wir nochmal. 10 Tore erzielen, das wird aber schwierig. Na komm. Oh Gott. Zu geil. Okay. Schon anstrengend. Pokerchips. Zeigen wir mal, was wir machen müssen. Das sind nur die Herausforderungen. Okay. Ach komm, probieren wir mal. Okay, man muss sich mal zwei. Also nochmal. Man muss sich mal zwei Waffen schnappen, schießen, wegschmeißen. Okay. Verstanden? Ja. 15 Chips. Yes. Alle Personen im Saloon treffen. Ah, da sind wir im Wohnzimmer. Alle Personen im Saloon treffen. Den habe ich jetzt auch getroffen. Naja, egal. Nächstes Game. Ballon zerballern, das sieht witzig aus. Habe ich auch noch nicht gemacht. Also die meisten kenne ich auch nicht. Ich habe mal bei 2, 3 Spielen reingeschaut. Wirft das Shuriken nicht den Helfer, um den Ballon platzen.
Du brauchst keine Angst zu haben. Okay. Keine Angst. Ich bin sehr sicher. Oh Gott. Füttere Godzilla. Da kann man bestimmt auch die anderen beiden da treffen, oder? Durch das rote Tor werfen. Ach da, okay. Nee. Das ist echt cool gemacht. Schwer. Okay. Drone Racer. Oh, das ist ziemlich leicht. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, wie das funktioniert. Irgendwie konnte ich gerade nicht abheben. Boah, ist das schwer. Nee, okay. Ist nichts für mich. Pepsi-Cola. Ja, Werbung einschalten oder was? Okay, so viele wie möglich. Schaumt ohne Ende alle Flaschen zerballern. Aber war nicht schlecht, okay. Rennfahrer, das wird bestimmt genauso schwierig wie Drone Racer. Aber ziehen wir uns mal rein. Ist auf jeden Fall ein bisschen leichter, aber... Hä? Ah, ist blöd, wenn man den mal loslässt. Oh, ich fast ein Tor gemacht hier. Noch einmal. Noch einmal. Alles sehr schnelle, hektische Spiele. Ach, man darf nicht loslassen. Ja, ist natürlich nicht offizieller Support der Valve Index. Von daher können die Steuerung hier ein bisschen... Aber ansonsten funktioniert es eigentlich ganz gut. Da kann man nicht meckern. Außer wenn man wirklich den Controller loslässt, dann ist auch die Steuerung weg. Aber ich wollte euch auch nur mal hier ein bisschen die Games zeigen, die hier so drin sind. 55 Pinbowling. Jetzt geht's los. Platz. Okay. Oh,
Boah, ich glaube, ich hätte fast alle abgeräumt. Fast. Also da fehlen nicht viele. Mehr hatte ich ja gar nicht, oder? 51. Darüber jetzt, ein Chor. Ja, den habe ich ja nicht wirklich erzielt. Den habe ich nur dagegen geworfen. Komm, einmal versuchen wir noch. Und dann geht's zum nächsten Game. Gib mir die Kugel. Ein Kick über die Mauer befördern. Okay, den Rekord werde ich nicht mehr knacken. Samurai-Fertigkeiten, die haben wir. Die haben wir definitiv nicht. Also Ziel muss es sein, die Korken nur wegzuballern und nicht die kompletten Flaschen. Vier, immerhin. Banzai! Komm, dann probieren wir nochmal. War gar nicht so schlecht. Jetzt will ich nochmal probieren. Jetzt will ich aber, richtigen Versuch. So. Okay, ich gebe auf. Ich gebe auf. Drei Würfelprüfung. Kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen. Schauen wir mal. Platziere die Würfel mit dem Bild nach oben, entsprechend denen auf dem Bildschirm. Oh je. Ach, das ist ein Plus. Okay. Jetzt hab ich geschnallt. Prozent. Oh. Einmal noch, komm. Da sind Waffen. Schottland. 6. Totemturm. Entferne Teile aus der Mitte, ohne dass alles zusammenbricht. Ah. Tut mir leid. Kopf in Richtung Sonne, Mond befördern. Das schaffen wir. Da will ich jetzt aber mal hier packen. Mann. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Zombie-Fütterer. Ach, das habe ich einmal gemacht. Das war irgendwie mit einer Angel. War aber auch komisch. Fand ich jetzt nicht so den Burner. Yeah.
Irgendwie. Brains. Hier, Brains. Okay. Finde ich nicht so toll. Flaschenzerdepperer. Ah, hört sich gut an. Zwei Waffen, 10 Kugeln, zerballer so viele Flaschen wie möglich. Scheiße, da mach ich aber jetzt nochmal. Das war ja ein Grauen. Ich habe noch geschafft. 8. Was ist denn, wenn wir hier alle abfallen? Es ist Ruhe hier. Piep, piep. Schlagzeug. Bam, 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 bam. Schlage diese Trommel laut. So oft du kannst. Banzai! Okay. Das okay, 100 Treffer. Ist okay. Boah, das bringt einen auch zum Schwitzen. Niederschlagen. Ah, das habe ich auch einmal gemacht. Schalte die Insassen um dich herum aus. Da ist gerade was umgekippt. Okay, nochmal. Wir müssen nochmal richtig hier wegfliegen. Jawohl. Der eine ist hier, ist jetzt frei. Ab ins Fitnessstudio, einen gefangen durch die Gitterstäbe boxen. Ah, wie boxt man die denn, dass die wegfliegen? Also mit einem Haken war klar. Alle Gefangenen auf einmal. Wie geht das denn? Also durch die Gitterstäbe boxen weiß ich nicht, wie es gehen soll. Boah. Das war einfach. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch einen hier durchknallen. Nee, keine Ahnung, wie das gehen soll. Nächstes Spiel.
Boah, ist das anstrengend, Leute. Die kleinen Minispiele hier. Und du pennst schon wieder. Hör auf. Letztes Spiel, Wasabi-Erbsen. Wasabi, Wasabi. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was wir machen sollen. Hä? Ach so, okay. Okay, jetzt habe ich verstanden. Na komm. Sieht das bescheuert bestimmt aus, ey. 6 Wasabi-Erbsen. Komm, einmal noch. Na, wenn ich immer so schwanken würde. Na. Ne. Okay, das. Fressmaschine. Dann haben wir alle 25 Minigames hier gezeigt und ja, stopfe ihm so viele Gabeln voll Nahrung wie möglich ins Maul. Die kleine Fressmaschine. Nur Burger, Hühnchen. Burger, Hühnchen. Und Erbsen? Oder was war das? Ah, Burger, Hühnchen und Kekse, okay. Ne, kriegt man die nochmal ab. Der frisst mir auch aus der Hand. Der kleine Fetti. Jawoll. Was kann man denn sonst noch machen hier? Keine Gabeln. Ohne Gabel. Kriegen wir hin. Fress! Wir sollten also den Boden schmeißen. Oh! Geil! Okay, gehen wir mal zurück. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's eigentlich hier mit den 25 Minigames. Er pennt schon wieder. Die haben gar keine Reaktion hier. Kann man eigentlich hier sonst noch was machen? Ja. Kann man den mal aufmachen? Ne. Ja, eigentlich schon echt witzige kleine Party-Games. Und ja, wenn man zu Hause mit ein paar Freunden ist, kann man sowas mit Sicherheit zocken, macht mit Sicherheit Bock, da zu schauen, wer die Highscores knackt und so weiter. Aber hier gehört definitiv noch ein Online-Part rein, meiner Meinung nach. Ja, Leute, ich würde sagen, wenn euch das gefallen hat, haut ein Like raus und ja, über einen Abo-Button freue ich mich natürlich auch immer. Also den nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.